Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Terra May. in der Secret World. Malael hat uns verlassen. Ja. Jetzt haben wir uns eine Shisha gegönnt und sind ganz traurig. Guck mal, wie traurig wir gucken. Total traurig. Wir können es immer noch nicht fassen. Scheiß Männer. Ja, also eigentlich, also könnt ihr auch fast meinen, man könnte ein Fass aufmachen, ne? Wenn wir uns schon eine Shisha gönnen. Warte mal, was habe ich denn noch im Inventar? Können wir noch ein Feuerwerk machen oder so? Ich habe hier noch eine Lavalampe. Hier, Aber das soll bitteschön. jetzt nicht heißen, dass wir nicht gerne mit ihm unterwegs sind. Wir sind gerne mit ihm unterwegs. Ja, natürlich. Das war, da ist jetzt irgendwie Blut oder so. Weiß ich nicht. Bei mir kam irgendwie ein Bluteffekt gerade Ja, habe ich so auch gesehen. übergespritzt. Das macht die Lavalampe. Oh Gott. Keine Ahnung, ob die das Meine neue macht. Jacke, wie kannst du? Ja. Alles klar. Wir gehen Monsterschnitzeln. Bin ich dafür. Ja. Und zwar ein Löwe auf der Straße. No, no, Roberto. Está bien. Lo siento. Wir sind besonders vorsichtig. Wir werden nicht nur ständig angegriffen. Seit kurzem gibt es auch Anschläge auf mein Leben. Das Dorf ist gespalten, Nachbar gegen Nachbar. Sie haben es gesehen. Außerdem verschwinden Leute mitten in der Nacht aus ihren Häusern. Und dann sind sie, ich weiß auch nicht, was sie sind, Sklaven von Aton? Hirnlose Werkzeuge des Sonnenkults, Hijo de puta. Und niemand macht den Mund auf, obwohl tagsüber die Straßen nie mehr leerer werden. Bald wird dem Kult der Ort mit all seinen Einwohnern gehören. Moin mal. Also hat mir der Rat mitgeteilt, dass endlich jemand geschickt wurde. Einen Beamten. Ein einzelner Agent. La Chingada. Nach allem, was ich berichtet habe. Aber ich habe dafür nur ihr Wort. Das war vor einer Woche und der Agent ist nirgends zu finden. Vielleicht wurde mein Kollege auch verschleppt. Ich kann's nicht rausfinden. Ich fürchte, ich bin die Nächste. Jo. Zum Hotel gehen wir. Da sind sie doch alle hin verschleppt. Finde ich ja auch total nett. Ja. Die Beschimpfung auf Spanisch noch dahingeschrieben haben und uns auch in Spanisch nur aussprechen. Man eins und eins gleich zusammenzählen kann, wenn man ein bisschen Spanisch kann. Kannst du Spanisch? Ein bisschen. Und ich Was? habe eine Bekannte, die lebt in Spanien und also ist dann neu hingezogen. Aber. Hm. Ich habe mich geportet. Ich bin Ja. ja lauffaul. Wir müssen nämlich wieder zu Said. Übrigens, falls das eben so rübergekommen ist, der Malael hat uns nicht verlassen, weil er keinen Bock mehr auf uns hat, sondern weil er ins Bettchen musste. Jetzt sind seine Eltern gekommen und haben gesagt, du musst jetzt schlafen. Genau, keine 300 Gramm Schokolade mehr. Ich glaub, er wohnt schon nicht mehr bei seinen Eltern. Nee. Ich hoffe das zumindest. Könnte komisch werden. Ich kenne noch Leute in seinem Alter, die bei ihren Eltern wohnen. Ich nicht. Was für einen Freundeskreis hast du? Ich habe nicht gesagt, dass das Freunde sind. Bekanntenkreis. Nee, der war nur ein bisschen schwächlich. Ich denke mal, das kommt jetzt durch den Winter, und die Ja, und Zeitumstellung. Zeitumstellung, genau. Heute, wir nehmen am Sonntag auf, Zeitumstellung. Wenn wir alle ein bisschen durch den Wind. Oh. Da hinten schon wieder. So, ich habe übrigens einen neuen Skill. Habt ihr vielleicht schon gesehen hier? Ernte und Saat heißt der. Den kann ich gleich mal versuchen, irgendwie zu zünden, wenn es mal ist.
der sorgt dafür hier, dass wir einen mega krassen Absaugeffekt generieren. Wir müssen schon wieder Tier töten. Ja, hier drinnen, das Tier finden und töten. Aber es ist das Tier und nicht der Tier. Das ist schon mal. Ja. Ich mag Schnee, komm, noch mal Schnee. Ah. Es dauert schon ein bisschen länger als mit Malael zusammen hier, ne? Ja, ich habe da jetzt auch so viele Einzelangriffe hier drin, ne? So Population der Eingeweidereißer. Das ist die Fest, jetzt weiß ich es wieder. Und dürfen wir auch gleich in den Keller noch rein? Ich glaube schon. In den Keller. Raus mit euch! Sollte zwischendurch immer mich heilen wieder. Ja. Ah, das sind gar nicht die, die über mich. Okay. Hier vorne sind noch zwei. Und dann können wir auch gleich da hinten irgendwie in die Nebenräume. Hab ich dich erwischt? Was hat er denn gemacht? Weiß ich nicht. Hat sich rumgespielt oder so. Böse Bube. Okay, wir haben es nach 23 Uhr. Darfst du was sagen? Ich habe letztens entdeckt, dass der bekannte YouTuber der Hirnschiss mein Let's Play hier guckt. Falls ihr den nicht kennt, guckt mal auf seinem Kanal nach. Der lässt noch viel ulkige Sprüche raus. Da ist er das mit dem an sich rumspielen und harmlos. Harmlos. Sehr netter Leute übrigens. Spielt auf Plants vs. Zombies. Oh. Wusste ich ja gar nicht. Was denn da noch ich? Sterbt. So, dann haben wir wieder dich als Defensivziel hier. Okay, jetzt kann ich nicht schießen, weil du weg bist. Beziehungsweise nicht in Sicht. Das finde ich mir jetzt doof gemacht. Warum kann man denn überhaupt nicht schießen? Nur weil das Defensivziel nicht in Reichweite ist. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe Heiler noch nicht probiert. So, derart. So, hier waren wir schon drin, ne? Ja. Mhm. Dann war's das jetzt auch hier, ne? Ah ne, hier sind noch Gefangene. Noch Gefangene? Sie haben kein Ziel, keine Sicht auf die Defensivziele. Können sie überhaupt nicht schießen? Gemein. Ja, schon dreist. Da sind noch welche. Auf sie mit Gebrüll. Ja, auch schon leer. Perfekt. Jetzt sind uns auch entgegengelaufen. Ja. Plündere vor dem Hotel, ne? Müssen wir aber, was machen wir, rausgehen, oder? Ja. Hallo. Schmeiß mir mal einen Trank ein. Da läuft einer. Ja. Versteckt er sich vor dir? Ja. Genau, er versteckt sich vor mir. Ja. Versteckt euch vor dem Heiler. Genau, da bin ich um die Ecke und dann gibt's Ärger. Wenigstens
Ah ja, ich muss da auf jeden Fall, das hatte ich beim letzten Folge auch schon gesagt, mal die Hauptquest so lange so weit weitermachen, dass die Gegner nicht ständig Atonisten-Bewänder hier droppen. Ich meine, hier ist es jetzt gerade nicht das so. Gewinn, das gemeint hast du aber schon. Ja, ja, das habe ich schon zweimal gehört. Hier mal zwei. Geil. So, durch die Tür dürfen wir gleich gehen, wenn wir die anderen noch getötet haben draußen. Mhm. Guck mal, die sind schon wieder eingesperrt hier. Die geht's da so richtig gut im Käfig. Ja, die mögen das. Hey, da links haben wir noch welche vergessen. Ja, mal gar nicht. So. Das ist nochmal Tier, aber den lassen wir jetzt, ne? Tier haben wir ja schon. Hast du denn auch schon das Wissen aus der Röhre? Aus der Röhre? Ja. Nee. Musst du die? Ah, da hinten ist es ja, ich seh's. Hm. Da fallen sie alle um. Nutze ich mal die Gelegenheit und mach noch mal was in meiner Leiste, ein bisschen umbauen. Ja, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen umbauen. Und zwar bin ich nicht zufrieden mit diesem Effekt hier. Den Anima-Salve haben wir ja sowieso schon drin. WBZ-Rauschangriff. So, noch 5. Ja? Hier sind auch noch welche. Okay. Die Innenräume des Hotels durchsuchen. Da waren wir doch schon. Das Spiel kommt nicht mit uns mit. Ach, hier gibt's gar keine Tür. Nee, musst du durch den Haupteingang. So. Ja, nee, ist klar. Das kommt echt nicht mit uns mit. Jetzt sollen wir nochmal Gefangene holen. Als ob wir das nicht gerade schon gemacht hätten. Nee. Das war Spaß. Just for fun. Mhm. Granate! Ich will jetzt mal wissen, wie der Effekt aussieht. Auch das sieht jetzt total unspektakulär aus. Welcher Effekt? Der Ernte- und Saateffekt. Das ist nicht dieser goldene Wirbel um uns herum? Ja, hier ist er jetzt schon weg, glaube ich, ne? Ja, das waren so zwei kleine Streifen. Ja, doch, der ist noch da. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich generell immer Absaugeffekte habe. Das kann auch sein. So, der Sandzauberer. Der ist im ersten Geschock, im ersten Geschoss. Ah,
Hallo, Mr. Zauberer. Kennen Sie schon den Hammer? Ich habe keinen Hammer. Ich? Achtung. Ach, den. Da geht er. Den Keller des Hotels untersuchen. Hier ist eine Tür. Aber die wird doch verschlossen sein, oder? Ja. Wo könnte man da jetzt nochmal rein? Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, wo wir eben noch drin waren und dein Jungs hier geärgert haben. Der Nachteil an Sturmgewehr ist ja, dass man für einzelne Typen Ressourcen aufbaut, ne? Mhm. Und wenn du jetzt jemanden wie dich mit habst und du schießt auf den Falschen, du tötest den direkt weg, hast die ganzen Ressourcen alle weg. Ja, also meistens habe ich ja... Ich muss immer auf einen schießen, der etwas weiter weg steht. So, dann gehen wir mal in den Keller. Ja, der Keller. Und ich muss sagen, den Keller mag ich. Es gibt ja Garagen und Parkhäuser. In diesem Spiel, ja. Gar nicht. Achso, Ladebildschirm des Todes, ja. Nein. Bin schon da. So geht das hier in dem Hotel. Ich muss die Zeitleiste mal nach oben tun. Ich muss sehen, wenn der. Ja, mal Tschüss sagen müssen. Ja, genug Zeit, um das Hotel zu säubern. Puh, ein Glück. Wir spielen ja hier auf Zeit, müsst ihr wissen. Auf Zeit? Oh Gott, das ist doch der nächste Erfolg. Echt? Schade. Ja, ne? Ich bin auch so Erfolgsjunkie. Aber das wird's mir irgendwie nicht gönnen. Okay, ein Höllenriss. Interessant. Hallo Jin. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist jemand, der unterbrechen kann, wa? Ja, sollte man ihn haben. Aber wenn man sich ein bisschen bewegen kann und... Ich sag ja, wenn man sich ein bisschen bewegen kann, dann kann man den Sachen auch ausweichen. Dann ist das auch nicht so schlimm. Und jetzt müssen wir sich hier rausholen. Na? Den Rat von Venedig-Typ befreien. Und wir kriegen eine Glyphentasche! Juhu! Yeah. Verteidigung. Was soll ich denn mit Verteidigung?
falls du mal Tink machen möchtest. Dafür haben wir doch jemanden, der gerade schläft, aber wir haben einen. Ja. Aber jetzt schon schläft? Ja, bestimmt kommt vielleicht noch ein Anime-Film. Anime. Anime? Anime. 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 Manga. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach draußen. Kommt man hier durch? Bestimmt. Treppe. Und dann porten wir uns mal zurück zur Stadt und dann mache ich mal dieses Blöde mit den Antonisten-Gewänder. Das ist, glaube ich, eine Solo-Instanz. Ja. Hauptstory ist leider immer Solo. Ja. Damit ich das mal fertig habe. So. Wo ist denn ein toller Spawnpunkt hier? Hauptsächlich ist es ja mit wir auch mal vorankommen hier. Und wir euch das Endgame auch mal zeigen können. Obwohl, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, ich bin mit einem anderen Charakter jetzt schon da so in dem letzten Gebiet, was es so gibt in diesem Spiel. Und es ist ein bisschen lieblos, finde ich. Ja. Bisschen trist. Also selbst dafür, dass es eine Stadt ist, habt ihr ja bisher auch gesehen, Kingsmouth und hier die Stadt in der verbannten Wüste, da ist einfach mehr Action, also da ist mehr Leben ja, drin. Und die Details halt. Ne? Ja, und da ist es irgendwie grau in grau. Hat aber auch ein bisschen was mit der Story zu tun jetzt. Aber gut, das werdet ihr dann ja wahrscheinlich auch sehen. Ja, aber für die Stadt an sich habe ich mir gedacht, dass das da trotzdem noch ein bisschen bunter ist, weil es ist eine bestimmte Stadt und die sind eben so ein bisschen schrilliger. So, wir haben uns jetzt hier verkleidet als Atonisten-Anhänger. Und bevor wir hier schnell auffallen, gehen wir natürlich in diese ultra gut versteckte Geheimtür hier. Das kriegt auch niemand mit, wenn wir 2 Meter neben ihnen eine Geheimtür öffnen. Obwohl, vielleicht kriegen sie es mit, aber es interessiert sie einfach nicht. Kann natürlich auch sein. Und hier lauert jetzt gleich eine Filmsequenz auf uns. Sneaky schleicht sie sich von hinten an. Sie sind jetzt ihre Diener. Bereit, all ihren Launen zu folgen. Sie irren sich, mein Freund. Wir sind alle Diener von Aton. Ich bin nur sein Prophet. Hm. Ah, ganz wie Sie meinen. Mein Freund. Solange Ihre Sklaven uns Opfer darbieten, bleiben Sie ein Prophet. Oder werden ein Gott, wenn Sie wollen. Versagen Sie, verschwindet diese Macht. Dann verschwindet alles. Die Barja bekommen Hilfe von den Außenstehenden. Das war nicht Teil des Geschäfts. Sie sagt, das Geschäft ist simpel. Sie geben uns, was wir wollen. Wir geben ihnen, was sie wollen. Aber wir bekommen nicht, was wir wollen. Sie werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er entfesselt wird. Mein Wort. Wort? Ich soll Ihrem Wort vertrauen. Vertrauen ist ein Zeichen von Schwäche. Ich vertraue nur darauf, was ich sehen kann. Ich habe anderes zu tun. Wir reden bald wieder. Sie werden liefern, was Sie zugesagt haben. Oder all das wird verschwinden. Dieser Wahnsinn. Gepriesen sei Aton! Und gepriesen sei Echnaton, der schwarze Pharao. Geht hin und erfüllt den Auftrag. Und möge er die Ketzer und Ungläubigen vernichten. Ja. Total unauffällig haben wir uns vorbeigeschlichen. Stealth. So, und wir müssen jetzt dem Mann im Anzug folgen.
Da ist er. Sneaky laufen wir hinterher. Der ist ganz schön langsam, der Mann im Anzug. Ja, der hat ja Zeit, ne? Wozu die Eile? Alle Zeit der Welt, ja. Wir müssen ja auch mal erzählen, Eukalypta war ja mal der Charakter hier in dem Spiel, der am weitesten fortgeschritten war. Ja, bis letzte Woche. Bis man mich traf. Ja. Zufällig mit dem Charakter, mit dem ich am weitesten hinten war, der jetzt einen Zeitsprung gemacht hat. Einen immensen. Aber das finde ich eigentlich ganz witzig. Also wenn man zwischendrin auch hier Leute kennenlernen kann in der Secret World, ist ganz witzig. Auf Wiedersehen. Im Normalfall tue ich mich immer ganz schön schwer mit diesem ganzen Chat-Gedönse da unten links, aber manchmal klappt es ja auch. Zum Beispiel den Villandesh habe ich so ja auch kennengelernt. Der heute übrigens auch mit aufnehmen wollte, aber... Bei dem kam auch leider was dazwischen. Genau. Oh, Videosequenz. Wir brauchen Sie für eine weitere Lieferung. Wir bezahlen Sie gut. Von einem Mann mit Filzu zum anderen. Abgemacht war eine Lieferung. Die haben wir abgewickelt. Und jetzt trennen sich unsere Wege. Verstehe. Die Maria sind nur einfache Bauern mit Kalaschnikows. Und der Rat von Venedig ist ein Störfaktor. Mehr nicht. Sie alle werden am Ende fallen. Die sind kein Problem. Gar keins. Sie sind's. Sie begreifen die Folgen ihres Handelns nicht. Sie sind gefährlich, unberechenbar. Ganz schlecht bei einem Geschäftspartner. Sie haben recht. Ich bin gefährlich. Hätte ich ein Kiesel für jeden, der mich in den letzten 3000 Jahren umbringen wollte, ich könnte selbst eine Pyramide bauen. Die Menschen fürchten ihr Ende so sehr, sie halten den Tod für die beste Abschreckung. Ein gewaltiger Irrtum. Wer rettet denn hier überhaupt von Tod? Es gibt viel Schlimmeres. Ich kenne Wege, um sogar eine Leiche zum Schreien zu bringen. Es gibt Kräfte, die älter sind als das Reich, älter als die Sonne, mit größerer Macht, als sie je gesehen haben. Macht, die wir auf die Welt losgelassen haben. Aber das war erst der Anfang. Die Maria werden diese Macht spüren. Venedig wird diese Macht spüren. Diese lebenden Waffen. Und wenn sie alle weg sind, mal sehen, was wir dann tun. Wählen Sie Ihre Verbündeten mit Bedacht, toter Mann. Na schön. Ich dachte, wir gönnen uns nach diesem Gespräch einen Lutscher. Aber unser Geschäft ist damit wohl beendet. Sterbliche. Wollen immer was beweisen. Ich nehme an, Sie haben den Kern der Unterhaltung mitbekommen. Da hat uns erwischt, der Zeit. Ja. Gibt's ja gar nicht. Dann, ja, doch. Jetzt müssen wir das Maya-Lager erreichen. Das verbirgt sich genau hier unten. Ah, das ist hier bei dem Nasir. Ah, der ist lustig, den zeige ich euch jetzt noch. Schnell hier an den vorbeischleichen. Ein Hoch auf die Stealth-Technologie des Hoverboards. Vielleicht seht ihr jetzt gleich auch mal den Bug des Spiels. Hast du ein Outfit an? Das hat Hornisten gefangen.
Oh, ja. So, und hier einmal schön aufpassen auf die Staubwolken im Sand. So. Das Maya-Lager verteidigen. Hm, verteidigen wir doch mal. Oh, ich da, das sind. Ja. Mhm. Terra ist auch schon da. Unterwegs. Sehr gut. Und kommen noch mehr. Weitere Feinde tauchen auf. Mhm. Ach ja, wenn ich das vergleiche mit dem dritten Charakter, den ich auch langsam hier hingeführt habe, wie oft der hier gestorben ist. Ja, ich bin ja auch sehr oft gestorben. Man glaubt es kaum. Ja, wenn man jetzt einen Damage-Dealer mit sich dabei herumschleppt, ist das alles so halb so wild. Vor allen Dingen jemanden, der mit QS-10-Waffen rumläuft. Sorry. Aber ich habe nichts Kleineres mehr. Und da kommt der Dicke. Ich habe jetzt von Weitem habe ich Unterhosen gelesen. Feld in Augenschein nehmen und eine Videosequenz. Sei nicht zornig, Meister. Du weißt, dass dieses Volk zum Bösen neigt. Ich habe diesen Krieg oft bestritten. Die Waffen mögen sich ändern, aber die Gesichter bleiben. Diese unglücklichen Seelen, von Aton vereinnahmt, sehen genauso aus wie immer. Ihr Blick wahnsinnig, ihre Haut wie Asche, ihr Geist umnachtet. Sie befinden sich im Griff der Träumer. Sie sind keine Menschen mehr. Die Verehrer der Sonne wollen nichts mehr als die absolute Vernichtung von allem. Sie wollen, dass die Erde verbrennt, dass Städte in Flammen vergehen und dass ihre Priester zu Engeln der Finsternis werden. Wenn sie doch nur wüssten, wofür sie alle in Wahrheit arbeiten. Nichts Geringeres als die Ausrottung allen Lebens durch Mächte jenseits unserer Vorstellung. Diesmal jedoch ist es anders. Diesmal haben Außenstehende die Plagen ausgelöst. Oh, das Böse war gesät, lange bevor irgendjemand von außen seinen Fuß in dieses Tal gesetzt hat. Aber der Samen hätte keinen Nährboden gefunden, wären da nicht all jene gewesen, die gierig nach dem Reichtum der verbotenen Stadt suchten. Jetzt verbreiten sich Hohepriester Abdel Daoud und seine Jünger, die den schwarzen Pharao und den grausamen Gott Aton verehren, wie die Heuschrecken. Das, was mit Außenstehenden begann, muss auch durch Außenstehende beendet werden. Meine Kraft schwindet. Nach tausenden von Jahren in den Wüsten meines Lebens. Und die Maria, sie können das nicht alleine schaffen. Ja, ich erlege das alles dir auf, Kind. Dir und deinesgleichen, die von der Erde selbst auserwählt sind. Oder auch vom Herrn. Aber noch bin ich nicht tot und mein Eid vor den 64 ist längst gebrochen. Darum werde ich mein Möglichstes tun, um dir zu helfen. Von jenen, die herkamen, um zu graben, wollen dir manche Schaden zufügen und manche wollen helfen. Finde sie
und erlange ihr Wissen. Wüsste ich, wem du trauen kannst, ich würde es dir nicht verschweigen. Yay, FP. So. Dann sind wir aber für heute auch schon wieder am Ende. Im Hintergrund kommt Terra angehavert. Das sieht irgendwie, also in Zeiten vom islamischen Terrorismus sieht dieses Bild echt widerlich aus, was ich jetzt hier gerade habe. Aber naja, muss es auch geben. Bis zum nächsten Mal, eure Terra May und euer Koali. Tschüss. We'll be right back.